Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir unseren Zoo ausgebaut, sodass wir genau die passenden Anzahlen haben für die fehlenden Tiere aus den fehlenden Sets. Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, dass wir Crown Falls ein bisschen weiter ausbauen und hier natürlich mehr Arbeitskräfte haben, mit denen wir dann später arbeiten können. Aktuell fehlt es uns hier ein bisschen an Holz, deshalb stellen wir mal auf dreifache Geschwindigkeit, um die Holzlieferung ein bisschen konstanter reinzukriegen. Und wir sehen hier schon, wenn wir einmal über die Stadt fahren, irgendwie haben wir Framerate Drops etc. Wir merken also, wie viel das Spiel jetzt hier tatsächlich schon am Berechnen ist, was schon einiges ist. Aber hier gehen wir jetzt auch ab sofort wieder mit der Wissenschaftsausstellung und versuchen da mal weitere Sachen zu kriegen. Heute würde ich mich tatsächlich gerne nochmal damit beschäftigen, was uns noch für Items fehlen in unserem Zoo. Denn da fehlen uns ja noch einige Tiere und wie wir die bekommen. Denn da gibt es ja auch einzigartige Sachen. Und ich komme hier nicht mehr in mein Statistikmenü. Da muss irgendwas in der Einstellung umgemodelt worden sein. Wenn man jetzt noch was suchen könnte, ne? Produktionsstatistik. So, zack, hier. Hä? Jetzt hat es auf eine andere Taste gelegt. Aber damit kann ich auch leben mit der Taste, das ist in Ordnung. Damit können wir gehen. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir doch jetzt einmal mit der Suche nach den fehlenden Sachen. Also, machen wir vielleicht mal kurz eine Excel nebenbei offen. Wäre vielleicht tatsächlich mal ein kluger Move. So, eine Excel-Tabelle für den Jannis. Also, Cordillon Set. Gucken wir mal kurz nach. Cordillere natürlich. Unbekannt. Uns fehlt da tatsächlich noch der Brillenbär. Brillenbär. Und den kriegen wir ja, durch Aufgaben, durch Expeditionen eigentlich nur. Oder Militärbelohnungen. Aber... Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Wenn wir Bentes Hauptinsel erobern. Oder Nebeninsel erobern. Ah, oder? Ja, schreiben wir mal auf. Komma Bente. Vielleicht kriegen wir es dann tatsächlich sinnvoller über Bente als über irgendeinen anderen Weg. Weil Expeditionen können wir jetzt so krass nicht beeinflussen. Außer, dass wir sie hier mal weitermachen lassen können. Aber Bente einzunehmen, das können wir natürlich beeinflussen. Und vielleicht haben wir dann das Glück und kriegen da tatsächlich einen Brillenbären. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum wir noch auf Botanischen sind, denn Botanischen Garten haben wir ja voll. Anders wiederum sieht es natürlich beim Museum aus. Da haben wir quasi noch gar keinen Fortschritt gemacht. Eieiei. Bei der Expedition sehe ich aber auch ein bisschen schwarz. Ne? Das sieht nicht gut aus bisher. Okay, also Cordilleren haben wir den Brillen. So, dann brauchen wir die Räuber der Meere. Wer fehlt uns da? Räuber der Meere-Set. Da fehlt uns der weiße Hai. Kriegen wir weißer Hai. Den kriegen wir durch Tauchen. Legendär im Cup, würde ich sagen. Ist da definitiv unser Way to go. Also, Tauchen, außerdem Bente und Expeditionen. Das vermerken wir uns hier mal. Tauchen können wir natürlich auch selbst beeinflussen. Das ist halt das Schöne. Regenwald ist unser nächstes Set, was wir brauchen. Regenwald. Da fehlt uns noch der Amazonas-Delfin. Oh, Amazonas-Delfin. Den kriegen wir nur... Moment, den kriegen wir auch entweder von Bente oder Expeditionen oder wir kriegen das aus Aufgaben, gut, Aufgaben lassen wir mal weg, aus der Karte eines Wallriffs. Ich weiß nicht, ob die dann tatsächlich Karte eines Wallriffs im Cup jetzt, ne? Also hier die Expedition lassen wir mal raus.
oder in der Arktis. Wenn wir uns dann um die anderen Tiere gekümmert haben und nur noch der fehlt, können wir uns da immer noch drum kümmern. So, dann kommen wir zum Schneeflocken-Set. Da wäre es ja tatsächlich sinnvoll, wenn wir die... Fehlen uns noch drei Tiere. Drei Tiere, ach du Menno. Okay, das ist natürlich jetzt doof. Den Albino-Gorilla... Gorilla kriegen wir nur durch Bente oder Expeditionen. Das ist natürlich doof. Den, dasselbe gilt aber auch für den weißen V. Weißer V. Selbe, Bente und Expedition. Den Prinzessin Quinn und Beryl Omera haben wir nicht. Aber hier den Albino Alligator, den können wir auch durch Tauchen, auch durch die Karte des Wallriffs kriegen. Albino, Alligator, Karte des Wallriffs. Okay, und natürlich auch hier wieder Bente und Expedition. Bente, Expat. Also Bente scheint so ein Charakter zu sein, wo man auch öfter mal Tiere kriegt. Was aufgefischte Ladung ist wahrscheinlich, wenn du einfach Ladung von ihr aufsammelst. Da kann tatsächlich so ein Tier drin sein. Interessant. Fehlt uns noch vom Dschungel des Ostens etwas? Dschungel des Ostens. Da fehlt uns noch der Elefant. Auch den Elefanten kriegen wir entweder nur über Bente oder über Expeditionen. Schade. Das ist natürlich doof. Also so Expeditionen, da müssen wir halt so ein bisschen drauf hoffen, dass wir die passenden kriegen. Und dann brauchen wir noch abgründige Tiefen und Polarkreis fehlt uns noch einer. Also einmal die abgründigen Tiefen. Da fehlt uns noch der Tiefseeanglerfisch. Fisch. Tiefseeanglerfisch. So, und das kriegen wir aus einigen Quests im Cup. Fotografiere ich mir die mal ab. Machen wir das doch mal kurz. Machen wir uns mal kurz einen Snip davon. Und speichern das mal dazu ab. Vielleicht den Tiefseeanglerfisch mal nach hier verschieben. Plus dann noch das Bild dahinter. Das darf ich nicht direkt. Okay, schade. Ah, jetzt ging's. Okay, alles klar. Wir vermerken uns das hier mal. Und dann natürlich Expeditionen etc. Wen hatten wir denn hier noch bei Tauchen? Den weißen Hai. Vielleicht hat er ja genau dieselben. Dann könnten wir die natürlich kombinieren. Weißer Hai. Der hatte die Grube des Kraken... Nee, ein bisschen anders. Okay, aber den weißen Hai, den können wir dann natürlich trotzdem auch mal verschieben, ne? Dass wir den auch eben ein bisschen besser forcieren können. Durch verschiedene Tauchaktionen. Karte eines Seetangwaldes. Sehr schöne Beschreibung, finde ich. Ja, jetzt ziehen wir das nochmal kurz klein. Ihr seht jetzt halt die Excel tatsächlich nicht. Die ist auch ein kleines Chaos, also die lohnt sich überhaupt nicht zu sehen. Aber damit haben wir dann die abgründigen Tiefen. Jetzt fehlt uns noch ein Tier aus dem Polarkreis. Aber das, wenn wir das natürlich in der Arktis bekommen, wäre am sinnvollsten. Polarkreis. Fehlt uns noch das Walross. Das Walross ist natürlich auch wieder über Bente und Expeditionen, aber eben auch über die Arktkarte eines arktischen Beckens. Okay. Und die gilt es dann da wahrscheinlich auch einfach zu bergen, mit einem Luftschiff vielleicht sogar. Oder muss man da auch tauchen? Ich glaube, ich habe das noch nicht gemacht da drüben. Aber wahrscheinlich auch tauchen, würde ich jetzt mal vermuten. Aber dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt mal unser liebes Tauchschiff und vielleicht ein Supporterschiff oder zwei, die sich dann auch schon mal bereit machen. Da draußen sind wilde Bestien. Wir nehmen natürlich die 100% Jagdkenntnisse, aber wir kriegen aber niemanden dadurch. Schade. Was haben wir hier jetzt drin? Erhöhte Chancen, Maschinen zu finden. Maschinen wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja was anderes. Schauen wir mal kurz bei ihm rein, was wir da jetzt... Da kann man doch auch irgendwie Sachen kaufen für, oder?
Oder wie war das? Wo kriege ich die? Items? Nee, muss doch hier irgendwo sein. Aber geborgene Items, ne? Teufel fordert seinen Tribut. Machen wir kurz. So zwischendrin mal. Da gehen wir natürlich mit den fast 150%. Let's go. Man kann es hier weitergehen. Also, wir wollen Rarität, episch oder legendär zu finden. Ist natürlich schön, ne? So, aber haben wir hier irgendwas? Erhöhte Chancen, Tiere zu finden. So. Das ist ein temporäres Item tatsächlich. Macht natürlich auch ein bisschen Sinn, ne? Entschuldigt bitte das Räuspern. Okay, wenn wir das haben wollen würden, dann würde es 4 Stunden dauern. Wir bräuchten 10 Nice Crab. Wir bräuchten Rindfleisch und Fischöl. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo Fischöl hier haben, oder? Was wir abtransportieren könnten. Oder haben wir das vielleicht hier hochtransportiert? Nein. Das heißt, wir machen hier einmal ein Schiff ready, was sich Rindfleisch besorgt. Hier haben wir wahrscheinlich... Ach doch, hier haben wir Rindfleisch. Super. Wir laden das einmal ein und fahren das direkt rüber ins Kap. Nehmen kurz einen Besucher im Kap an. Bevor wir dann runter in die... Ach, in die neue Welt will ich. Okay, irgendwie hat er unsere Tastenbesetzung komplett durcheinander gehauen. Was ist denn hier los? Runter in die neue Welt, bitte. Und hier haben wir bestimmt noch das Luftschiff, genau. Dieses Luftschiff schnappt sich bitte Fischöl. Fischöl kriegen wir auf jeden Fall hier hinten. Das weiß ich. Und hier haben wir volle Lager an Kakao. Okay. Nicht schlimm, ne? Nicht schlimm. So, wir haben eine Prestigestufe in Crown Falls eingebüßt, weil hier unser Monument natürlich zu Ende ist. Aber das legen wir direkt wieder nach. Da kann es direkt wieder losgehen. Und da werden wir jetzt lektorieren müssen, denn wir haben den Krieg ausgerufen bekommen zwischendrin. Und das wollen wir natürlich jetzt alles wieder rückgängig machen, die negativen Effekte. So. Und damit haben wir hier... Oh, shit. Entschuldigung. Auch wieder uns ein bisschen recovered. So. Währenddessen lasst uns schon mal den Rest zusammentragen für dieses 4-Stunden-Item. Was wir dann natürlich auch ein bisschen nutzen werden. 10 Nice Crab, 20 Fisch. Die tragen wir hier noch zusammen. Schon mal auf dem Schiff. Gut, den Herrn mit den Maschinen, den können wir schon mal rausnehmen. Den brauchen wir nicht. Echolot brauchen wir auch nicht. Was wollte ich denn jetzt eigentlich holen? 20 Fisch oder so, ne? 20 Fisch. Und dann brauchen wir noch hier besonderer Schrott. Und dann fehlen uns nur noch das Fischöl und das Rindfleisch. Das Fischöl sollte hier relativ schnell dann kommen, wenn wir es hier jetzt gerade mal einladen. Wo steckt es? Da steckt es direkt ganz oben. 10 Fischöl und dann bitte einmal rüber ans Kap. Mit dem Luftschiff dürfte es ja auch relativ flott unterwegs sein dann. In der Zeit könnten wir unsere Schiffe hier schon mal dahin bewegen. Und vielleicht die ein oder andere schöne Karte kaufen. Aber was es hier alles noch gibt, ne? Guck mal, was ist das hier? Abwehrgeschütz, Schaden pro Schuss plus 25% und Angriffsgeschwindigkeit auch so ein krasses Plus. Heftig. Okay. So, jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen mal drauf achten, was das für Karten sind. Ne? Welche wir brauchen. So, das erste Schiff kommt schon an mit Rindfleisch. Fahr bitte auch mal hier runter. In der Zeit machen wir kurz dann unsere Expedition weiter, während die sich hier platzieren. Mit Jagdglück kriegen wir aber kein Tier. So, wir beginnen jetzt schon mal mit dem Einkauf hier an Karten. Karte eines gesunkenen königlichen Clippers brauchen wir nicht. Nein, aber die Karte eines arktischen Beckens brauchen wir. Dann können wir rerollen. Den Herren brauchen wir auch nicht. Was sind denn das für Items? Die habe ich noch gar nicht betrachtet. Selten in Meeresbiologen. Wollen wir den auch einmal mitnehmen zur Sicherheit?
Für selten, theoretisch, ne? Können wir dann ja uns ein bisschen besser steuern, was wir in dem Moment dann erreichen wollen, ne? Nehmen wir mal mit. Hier haben wir die Karte von Willy Wibblestock, bla bla bla. Brauchen wir nicht. Wir brauchen noch die Karte des Wallriffs, die sollte ich mir noch einmal dazu schreiben. Es sind jetzt doch ein paar unterschiedliche, aber die sind alle eigentlich Karte des arktischen Beckens, sehr schön. Nur höher als, also legendär oder einen tiefer quasi. Schatzsuche, Artefakte brauchen wir dann eigentlich gar nicht weiter zu gucken. Ey, das arktische Becken, ne? Oder Sichtung eines Geisterschiffes. Brauchen wir die? Nein. Die Sichtung eines Geisterschiffes brauchen wir nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur auf diese blauen Badges hier zu achten, ne? Ihr Schiff ist von wobei es hier wechselt? Nein. Das bedeutet, wir suchen nach welchen... Moment, hier ist aber auch eins, was grün ist, was wir theoretisch brauchen könnten. Okay, da müssen wir doch ein bisschen genauer drauf achten. Karte eines Wallriffs. Karte einer Pyramide unter Wasser. Brauchen wir nicht. Nee. Aber die des gesunkenen Clippers brauchen wir auch nicht. Isabel Sermentos irgendwas brauchen wir auch nicht wiederum. Aber die Karte eines Tiefseegrabens hört sich doch gut an. Steht nicht mit drauf. Der Tiefseegraben ist nicht mit drauf für beispielsweise den weißen Hai. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Oh, da habe ich jetzt zwei Legendäre überrollt. Pyramide unter Wasser brauchen wir auch nicht. Hatten wir ja schon. Karte eines Kontors von Huddleston Bay Company. Brauchen wir auch nicht. Scheinbar zumindest. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ach, guck mal hier. Die Dame erhöht Chancen beim Tauchen. Ah, dann nehmen wir die doch auch mal mit. Gut, die sind halt alle nur für die Schiffe, ne? Bis auf... Ach, du bist auch nur für die Schiffe, du Freizeittaucherin. Okay. Gerd Fuchs nochmal nehmen wir natürlich mit. Womit sind wir gerade am Einkaufen hiermit? Wir suchen weiter nach Willy Wibblestock nicht. Eines Absalus, das brauchen wir. Ah, jetzt habe ich die Legendäre mir wieder nicht angeguckt. Aber interessant, ich wusste gar nicht, dass sich die Karten hier jetzt stacken. Eine versunkene Stadt. Brauchen wir scheinbar nicht. Und gesunkenes Linienschiff brauchen wir auch nicht. Linienschiff hier erneut. Patiti brauchen wir auch nicht. Und das Geisterschiff taucht hier immer wieder auf, ne? Es ist immer wieder da. Grube des Kraken brauchen wir, jawohl. Okay, jetzt sollten wir mal auf ein... Moment. Gleich auf ein anderes switchen, nachdem wir hier die Grube des Kraken nochmal mitgenommen haben. Denn so können wir dann auch die neuen Karten uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Sermento ist raus. Tiefseegrabens. Dass die nicht relevant sein soll, kann ich fast nicht glauben. La Corona werden wir auch nicht brauchen. Haben wir schon genug von. Haha. Ich glaube, Corona-Witze werden auch nie alt hier in dem Let's Play, ne? Schrecken erwarten uns. Was sind denn das alles für Dudes hier? Habe ich mir alles noch überhaupt nicht mit beschäftigt, so. Linienschiff, nein. Arktisches Becken brauchen wir nochmal. Also brauchen wir, weiß ich nicht, ob wir das nochmal brauchen, aber es schadet uns nicht, das mitzunehmen. Rebellen brauchen wir nichts mit. Ah, Karte eines Wallriffs brauchen wir. Die ist, glaube ich, so mit die Karte, die wir am meisten gebrauchen können. Die Karte eines Wallriffs. Prototypen von alten Nate ist es nicht. Verlorener Tempel. Brauchen wir verlorener Tempel? Sieht nicht danach aus, als würden wir den brauchen. Das arktische Becken nehmen wir auch nochmal mit. Da hatten wir ja auch ein paar Items, die für das arktische Becken interessant sind. Jetzt haben wir da schon wieder was Legendäres überrollt. Eines Tiefseegrabens. Na, der Tiefseegraben, er geht mir nicht aus dem Kopf.
Und hier haben wir immer die Einzelnen und den Tiefseegraben mit dabei. Die Grube des Kraken nehmen wir natürlich nochmal mit. Der Abgrund des Megalodon nehmen wir mit. Sehr schön, jetzt gerade haben wir einen Lauf. Jetzt kommen gerade gute Maps für uns. Himmelversteck nehmen wir auch mit, brauchen wir auch. Und die Karte des Wallriffs nochmal. Jetzt geht's hier aber los. Das sind wirklich interessante Karten, die wir jetzt gerade kriegen. Aber ich würde sagen, wir legen damit dann jetzt auch gleich mal los. Noch einmal rerollen. Tiefseegraben. Nein. Nein. Okay. Wir nehmen kurz in Montpellier jemanden an. Arek. Wenn du diese Gelegenheit und dann, das lehnen wir ab. Setzen wir jetzt mal kurz hier ein bisschen was um. Nämlich, wir nehmen die Dame jetzt mit. Und rüsten die hier aus. So. Außerdem legen wir die wieder ab. Und transferieren uns dafür mal das Zeug, was hier angekommen sein sollte. Nämlich auch die 10 Fischöl müssen noch hier hoch erstmal. Das kommt erstmal alles rüber hier aufs Schiff. So, und ihr seid erstmal sekundär quasi. Ihr seid zwar da, ne? Neue Welt, Capcioloni. Capcioloni. So, aktivieren bitte. Jetzt werden Karten aktiviert. Capcioloni. Ich werde niemals. Kein Cup, kein Cup. Capcioloni. Capcioloni. Neue Welt, Arktis, Capcioloni. Capcioloni. So, und jetzt können wir die vielleicht kombinieren oder so. Moment, Wallriffs ist doch auch. Nee, ist Neue Welt. Ach so. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Und ein Platz passt sogar auch noch. Super. Das heißt, das ist frei. Das ist auch frei. Kann gleich supporten. Mittlerweile ist auch unser Flugschiff hier angekommen. Und wir können uns hier noch ein Item umwandeln, nämlich den Köder. Und den nehmen wir uns einmal. Und schmeißen dann die 50... 50, ach komm, wir schmeißen sie nicht über Bord. Wir nehmen sie hier drüber mit. So. Dann würde ich sagen, aktivieren wir jetzt einmal so einen Köder. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal Karten durch. Also. Hier haben wir eine Karte mit einem... mit einer fast halbmündigen Insel. Ist das aufregend? Scheint eine der kleineren Inseln zu sein. Beispielsweise hier die. Nein, es ist nicht. Hier die könnte es beispielsweise sein. Nee, auch nicht wirklich. Das hier ist sie. Okay. Ich würde sagen, wir schicken unsere Armada einfach mal los. Unsere zwei Schiffe. Hier erstmal hier runter. Von hier unten kann man dann den Rest irgendwie abhaken. Jetzt habe ich mir vielleicht auch ein paar viele geholt dann doch auf einmal. Die wir gar nicht alle im Blick haben. So, wenn wir hier sind, müssen wir hier oben hin, okay? Das vermerken wir uns natürlich jetzt mal kurz und schicken das Schiff dann auch direkt mal hier oben hin. Da sehen wir es auch schon. So, dann müssen wir zu dieser anderen Insel hier, direkt hier oben. Dann fahren wir doch die zuerst an mal. Die Grube des Kraken schickt uns auch scheinbar zu einer kleineren Insel. Zumindest kommt die mir relativ unbekannt vor. Moment, die nicht. Die ist hier unten. Moment, habe ich jetzt zu viel? Die hier ist die ganz unten. Die hier ist die da drüber. So. Dann sind wir jetzt bei Grube des Kraken 1. Die ist hier drüben, die. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Man muss eigentlich hier. Da ist. Okay, da ist unsere Tauchstelle. Wo ist diese Insel? Die hat aber auch gar nichts Besonderes, ne? Die hat wirklich gar nichts Besonderes. Überhaupt nichts. Die hier wahrscheinlich. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Könnte sein, könnte es aber auch nicht sein. Also ich würde jetzt nicht schreien, wenn es nicht ist. Müssen wir gleich mal kurz schauen. Nochmal hier an der Insel. Wo soll das denn sein? Links oben, doch, das ist sie, alles klar. Das ist sie tatsächlich. Gut. So, wir haben einmal den Stachelrochen gekriegt. Den wollten wir jetzt natürlich nicht haben. So, aber wo mussten wir hier hin? Da. Let's go. Hinter. Und dann werden hier jetzt mal ein paar Tiere geborgen.
Aber ich glaube, davon werden wir den Großteil auch in der nächsten Folge erleben. Wir heben jetzt hier noch das Tier und hoffen mal, dass wir was Gutes kriegen. Irgendwas, was wir brauchen können. Wir kriegen die gelbe Haarqualle nochmal, die wir nicht brauchen. Aber das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein von Anno 1800. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter bei unserer Tierjagd. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, nämlich am Donnerstag um 9 Uhr morgens. Bis dann. Ciao.